Feuerwehrunabhängige Demonstratorin für Stampin' Up aus Österreich und aus Deutschland. Und wir wollen heute zusammen basteln. Und zwar werden wir heute mit dem Produktpaket Honigsüß arbeiten. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ich habe ganz vergessen, Valentinstagsgeschenke mit euch zu basteln oder Goodies oder Karten. Ups! Aber Valentinstag kommt jedes Jahr wieder und nächstes Jahr werden wir das auf jeden Fall machen. Letztes Jahr habe ich ganz, ganz viel gemacht für Valentinstag und guckt einfach mal auf meinem Kanal. Da findet ihr dann nämlich auch ganz viele Beispiele, Karten und Inspiration, die ihr vielleicht nutzen könnt für eure Valentinskarten für nächstes Jahr. Ja, also gut, passiert. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, ich drehe einfach mal die Kamera und dann fangen wir einfach mal an. So, also ich zeige euch einmal eben das Produktpaket. Das habt ihr bestimmt schon bei ganz vielen anderen gesehen. Das ist das Produktpaket. Da oben rechts findet ihr die Stanze und das Stempelset. Hier das Papier, damit arbeiten wir heute. Hier das super schöne Geschenkband. Da arbeiten wir auch mit. Und es gibt tatsächlich sogar Geschenkschachteln. Ich bastel meine Schachteln lieber selber und daher würde ich sagen, basteln wir nämlich heute eine Schachtel und zwar eine selbstschließende Box, die super einfach ist und die könnt ihr jederzeit umberechnen auf all eure Naschis, die ihr verschenken wollt. Hier ist nochmal das Produktpaket, so süß. Hier unten gibt es das zusammen und es ist auch eigentlich traumhaft süß und ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe ja gesagt, wir werden nur mit dem Papier arbeiten. Und, Entschuldigung, zu dem Papier könnt ihr ganz viele andere Papiere variieren. Unter anderem Blütenrosa, Schwarz, Sommersorbet, Aquamarin, Limette und Osterglocke. Und wir werden aber heute mit Sommersorbet arbeiten. Genau, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Grundgerüst der Schachtel an. Also das ist super einfach. Ich habe jetzt leider nichts so an Schokolade hier, weil das Problem ist, dass ich es sowieso alles aufesse. Deswegen, ich habe hier noch ein paar Weingummis, die esse ich nicht. Deswegen, die habe ich immer mal zum Basteln da. Und was ihr halt machen müsst, ist einmal euer Naschi ausmessen. Das heißt, das ist jetzt ungefähr... Also eine Tüte wäre jetzt 7,5 breit. Da gibt es ja auch verschieden große, mal 8,5. Ich brauche mal einen Stift und einen Zettel. So, wir haben gesagt, unser Naschi ist 8,5 in der Länge. Also das guckt uns quasi an. Und hier ist es 7,5 breit gewesen. So, dann braucht ihr noch... die Höhe. Das heißt, ihr legt euch das Naschi hin und guckt, wie groß ist das ungefähr. Hier würde ich jetzt sagen 1,5. Der Optik wegen vielleicht eher 2 cm. So, das heißt, wir brauchen hier noch einen Rand, da noch einen Rand. Dann brauchen wir noch einen Rand. Das erkläre ich euch gleich, was ich hier mache. Und dann brauchen wir das Ganze noch einmal. So, und hier ist das. So, und schon habt ihr nämlich eure selbstschließende Box. Ganz schlecht zu erkennen für euch. Also, euer Papier ist 11,5 mal, also längs und hochkant ist es 8,5 plus 2 plus 2 plus 2 plus 8,5. Da wird es bei mir jetzt gerade schwierig, weil ich mir das hier nicht hingeschrieben habe. So, 2, 4, 6. Ja, das sind 6 plus 8,5 plus 8,5. Macht 1 und 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 23 cm ist euer Dingsbums hoch. So, und das müsst ihr falzen.
an der kurzen Seite, weil das hier oben ist ja die kurze Seite, das ist die 11,5 Seite. Das heißt, die falzt ihr euch bei 2 cm, dann kommen die 7,5 dazu. Entweder falzt ihr dann bei 9,5 oder ihr dreht das Ganze und falzt es dann hier drüben wieder auf 2 cm. Zeige ich euch gleich am Papier, dann ist es wahrscheinlich auch einfacher für euch. Und an der langen Seite, das ist diese hier, da falzt ihr bei 2 cm, dann kommt 2 cm dazu, dann bei 4, dann kommen die 8,5 cm dazu, das heißt bei 12,5, dann kommen wieder 2 cm dazu, 14,5 oder ihr dreht das Ganze und falzt dann bei 8,5. Aber wir lassen das so und das machen wir jetzt mal eben. Das heißt, wir schneiden unser Papier zu auf 11,5 mal 23 cm. Das kommt weg, das machen wir alles gemeinsam. So, ihr nehmt euch einen Bogen, den ihr schön findet. Ich nehme das Sommersorbet, weil das passt halt zu unseren Bienchen. Das kürzt ihr euch einmal ein auf 23 cm und auf 11,5 cm. So. Wenn ihr was Kleineres noch habt zum Verpacken, das nicht wegschmeißen, könnt ihr richtig gut dafür verwenden. Das ist halt wirklich individuell ja, anpassbar, diese Box. Und ihr müsst noch nicht mal kleben. So, wir falzen jetzt hier oben an der kurzen Seite rechts bei 2 cm. So, Schneideklinge ist unten, Falzlinie ist oben, also einmal falzen bei 2. Dann dreht ihr euch das Ganze um und falzt entweder hier drüben bei 9,5 oder wieder bei 2 cm. Das ist ein bisschen einfacher. So, dann falzen wir wieder. Und zwar, hier ist meine Skizze, bei 2 cm. Das mache ich eben einmal hier drüben. Da habe ich hier oben nämlich mehr Fläche zum Anlegen. Dann drehen wir uns das Ganze um, rutsch mal weiter runter, dann falzen wir bei 4 cm, dann kommen 8,5 cm dazu, weil so lang ist unser Naschi, das uns anguckt. Das heißt, das ist dann bei 12,5. Dann kommen wieder 2 cm Rand dazu, 14,5. Und das war's. Wenn ihr euch jetzt vermessen habt, bevor ihr jetzt überhaupt weiter bastelt, könnt ihr erstmal gucken, passt es hier rein? Ja, passt das. Hier in dieses große Kästchen. Könnt ihr das sehen? Oder hier unten ist ja auch ein großes Kästchen. Legt es einfach an. Passt es nicht? Es passt. Gut. Jetzt müssen wir da noch ein paar Schrägen reinfalzen. Das ist ganz einfach. Wir haben ja unser super tolles Schneide- und Falzbrett. Das heißt, ah, hier seid noch im Bild, ne? So. Hier oben habt ihr ja, ihr nehmt diese den zweiten Rand, den legt ihr euch hier schräg rein in eure Nut und hier dieses Stück auch. Das heißt, wenn ihr zuklappt, müsst ihr einmal gucken, ob ihr hier in der Nut seid und hier oben auch. Dreht das einfach so ein bisschen hin und her und so. Korrigiert immer mal wieder. Oh, Entschuldigung. Und wenn ihr der Meinung seid, das ist richtig, dann fahrt ihr hier einmal nur dieses Kästchen lang und hier unten einmal das andere kleine Kästchen. Da oben mal gucken. Kann sein, dass ihr meinen Kopf im Bild habt. So, dann habt ihr hier oben einmal die Naht und hier unten. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Ihr könnt das auch einzeln machen, dann geht das schneller. Erst nur wieder dieses eine kleine Kästchen. So, und jetzt hier das andere Kästchen. So, und das war schon alles. Ihr seht, hier habt ihr jetzt einfach nur diesen Strich reingefalzt und das war's. Das kann wieder weg. Und ich sage ja, es ist super einfach und super easy schnell gemacht.
Hier seht ihr, habe ich noch ein paar Fransen, weil meine Klinge nicht mehr so schön ist. Den Trick kennt ihr ja mittlerweile. Nehmt euch einfach eine alte Nagelfeile, die ihr nicht mehr braucht. Zum Papierglätten ist sie halt immer noch super. Und schon habt ihr eine gerade Naht. Die könnt ihr nochmal so rübergehen. So. Ach doch, wir brauchen doch die Schere. Eine Sache müssen wir uns rausschneiden, genau. Und zwar hier oben, ihr habt ja hier den schönen Strich gemacht und dieses kleine Kästchen da oben, das schneiden wir uns mit der Falzlinie raus. Also hier auch die Falzlinie rausschneiden. Und hier auch. So sieht das Ganze aus. Damit ich das nicht vergesse, runden wir uns nachher diese Sachen noch ab. Ich stelle meinen Abrunder mal eben da oben hin. Und jetzt werden wir das Ganze erst einmal nachfalzen. Und zwar macht ihr erstmal die geraden Linien. Die schrägen Linien, die werden wir gleich zusammen machen. Und diese Box ist wirklich, wirklich, wirklich super easy peasy einfach. So, das. Dann brauche ich nochmal gleich einen Eingriff. So, wenn die Box jetzt vor euch liegt, es faltet sich schon quasi förmlich von alleine, geht ihr einfach hier hinten mit den Fingern in eure Falz rein und ihr seht schon, es legt sich schon von alleine. Dann habt ihr das so zusammen und hier ist es dann quasi Ecke auf Ecke. Also es legt sich förmlich von alleine und hier macht ihr das gleiche auch. Ihr drückt einfach nur eure Falzlinie rein und dann habt ihr hier auch schon einmal eure Kante und hier auch. Das war schon quasi eure selbstschließende Box, das Grundgerüst. So, seht ihr? Und sie geht noch nicht mal auf. Also echt gut und einfach. So, damit derjenige weiß, wo er überhaupt öffnen kann, nehmt ihr euch hier diesen kleinen Zipfel, den wir hier über haben, den knickt ihr einmal um. Dann nehmt ihr euch so einen Halbkreisstanzer. Und also ihr könnt es gerne abmessen, die Mitte. Ihr könnt es aber auch, so wie ich, Pi mal Daumen machen. Dann habt ihr hier so einen Eingriff. Und damit die Ecken hier ein bisschen hübscher sind, klappt ihr euch diese nochmal um und rundet euch die Ecken einfach ab. So, und das war schon die Box. Jetzt wollen wir natürlich noch das Bienchenpapier raufmachen. Und was ihr noch machen könnt, aber ich werde es jetzt nicht machen, ihr könnt sogar noch, wenn ihr jetzt zum Beispiel richtig hübsche Herzchenpralinen da drin habt, könnt ihr zum Beispiel mit dem Set Basic mit Pep, könntet ihr jetzt zum Beispiel hier einen Kreis reinstanzen noch, bevor ihr das alles zusammensetzt. Und dahinter vielleicht noch ein bisschen Pergamentpapier und schon sieht das Ganze auch richtig, richtig schick und nett aus. Kann man das halt auch sehr schick verpacken. Nur so als kleinen Tipp nebenbei. So, jetzt brauchen wir noch Designerpapier. Wir haben ja immer noch unseren Schmierblock und haben gesagt, unser Fenster ist ja 7,5 breit mal 8,5. Das ist ganz easy. Also braucht ihr Designerpapier mit 7 cm mal 8 cm. Und das müsst ihr euch gleich so aufkleben, dass es natürlich auch richtig rum ist. Und ich schneide mir das mal eben einmal zurecht. So, ich habe mich jetzt für zwei Designerpapiere entschieden. Das ist für draußen, was man sieht mit den Herzchen und die Blümchen für drin. So, das liegt jetzt vor euch. Und wenn das jetzt zusammengeklappt ist, die Lasche, die jetzt vor euch ist, so, hier oben ist das kurze Stück, hier unten habt ihr eure Lasche. Das ist das Papier, was man nachher sieht beim Aufklappen. Das heißt, hier könnt ihr einfach euer Designerpapier aufsetzen. Dann hat
der oder die Beschenkte halt noch einen kleinen Eyecatcher, wenn er die Box aufmacht. Der ist auch 7 cm breit, nee, lang und breit. Da unser Stück ja hier 2 cm ist, habe ich das so ungefähr 1,78, je nachdem, was euch für den Rand am besten passt, zugeschnitten. Das habe ich mit den anderen Seiten auch gemacht. Und zwar habe ich da 2 Seitenteile genommen, die dann auch 8 cm lang sind, so wie das Designerpapier. Da müsst ihr natürlich auf die Laufrichtung eurer Bienchen achten. So, das ist jetzt einmal drin. Und wenn ihr das jetzt zuklappt, dann ist das oben. Das heißt, hier kommt das nämlich rein. Und wenn ihr nämlich hier die Laufrichtung an euren Bienchen habt, das wird dann so aufgeklebt. Nicht, dass ihr nachher das Papier querschneidet. Also guckt euch einmal an, wie möchtet ihr das Papier haben. Haltet das ruhig mal an eure Schachtel ran und dann seht ihr das. Weil das ist jetzt so die Schachtel. Und diese Seiten hier, weil das klappt sich ja hier oben ein, diese Seite links und rechts, müsst ihr nur gucken, wo oben und unten ist, die könnt ihr euch dann so rankleben. Also so und die andere dann so. Hört sich jetzt ein bisschen konfus vielleicht an, aber wenn es vor euch liegt, dann seht ihr das. So, und das hier habe ich gedacht, da müssen wir noch unser Loch rein stanzen. So, dann machen wir mal eben zu. So, das kommt dann hier vorne rauf. Und ich habe ja jetzt schon das Loch vorher reingestanzt. Das könnt ihr natürlich auch jetzt erst machen. Falls ihr das so gemacht habt wie ich, nehmt euch einfach einen Bleistift und malt euch hier so einen kleinen Halbkreis hin. Da seht ihr den. Und dann nehme ich am besten den Stanzer, den ich eben auch benutzt habe. Gehe hier rein und so könnt ihr hier einfach an eurer Markierung euch den Schnipsel rausstanzen. Und dann könnt ihr euch auch euer Papier darauf kleben. Das geht auch. Oder ihr klebt das erst drauf und macht das dann. So, ist doch schon mal richtig süß. Jetzt geht es natürlich noch darum, es zu verzieren. Also einmal, ich habe noch gar nicht geguckt, ob das da reinpasst. Passt. Das habe ich in Österreich auch schnell gelernt, das Wort passt. Das sagen sie hier alle. Passt. Also es fällt nichts raus, ne? Also die Box ist wirklich, wirklich geschlossen, wie ihr seht. Einfach der Deko wegen, genau, habe ich ja noch dieses Band. Das kann man hier jetzt einfach drumherum setzen mit so einem kleinen Schleifchen. Schneidet ihr das euch einfach ein bisschen ab. Ich finde, das ist super süß. Vor allen Dingen passt es ja auch in den Farben dazu. Okay, ich mache mal eben eine Schleife. So, die Schleife sieht ja schon mal ganz nett aus. Huch. Und ich habe mir jetzt aus diesem Bogen einfach das Bienchen mit dem Blümchen ausgeschnitten. Das sieht dann so aus. Wenn man das jetzt hier so raufklebt, sieht es ein bisschen fad aus. Das kommt gar nicht so zur Geltung. Dann habe ich mit Basic mit Pep den zweitgrößten Kreis genommen und habe den einfach auch aus Sommersorbet ausgestanzt. Finde ich, sieht schon mal total süß aus. Das kann man hier rauf kleben. Das Problem ist ja nur, wenn sie die Schleife öffnet, kriegt sie die Schachtel nicht mehr auf.
Das heißt, das kann man dann hier so hinsetzen und das Bienchen hier so ein bisschen erhöht draufsetzen, so dass man immer noch an der Schleife vorbeikommt. Oder man lässt es, wenn es zu viel ist. Ich habe dann noch dieses gefunden mit Liebe und das findet ihr im aktuellen Katalog unter berührende Botschaften. Hier ist es mit Liebe. Und hier hinten findet ihr Herzchen drin. Das ist das Größere, was ich genommen habe. Ihr könnt aber noch ein kleineres nehmen. Ihr könnt auch noch die kleineren in Sommersorbet aufstempeln, ausstanzen und die hier mit raufsetzen. Ja, also da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich werde das mal eben dekorieren. So, und so schnell habt ihr eine Schachtel gebastelt. Ich habe jetzt hier nochmal Strasssteinchen raufgesetzt. Die Biene und das Herz habe ich mir erhöht mit Dimensionals. Und ich finde, das ist total süß geworden. Ja, meine Lieben, also ich hoffe, dass euch die Idee gefallen hat, mit Berechnung, mit allem drum und dran, wie man diese Schachtel bastelt. Ich hoffe auch, dass ich euch das Produktpaket Honigsüß ein bisschen näher bringen konnte. Und wenn ihr das bestellen wollt, könnt ihr das gerne machen auf meiner Homepage. Das findet ihr alles unterhalb des Videos. Da findet ihr auch diese Bestelllinks und da findet ihr auch noch die aktuelle Celebration. Die ist ja noch bis Ende Februar gültig und da kriegt ihr jede Menge Gratis-Produkte. Sucht euch was Schönes aus. Ab einem Bestellwert von 60 Euro kriegt ihr gratis irgendwas aus dieser Broschüre. Also wie gesagt, die findet ihr auch auf meiner Homepage und klickt euch einfach mal durch. Stöbert da ein bisschen rum. Ihr findet bestimmt was Schönes. Und ja, dann würde ich sagen, freue ich mich aufs nächste Mal mit euch, wenn wir wieder zusammen basteln. Also ihr Lieben, macht's gut und bis bald!